In diesem Tutorial zeigen wir, wie ihr eure Klasse in der Grundschuldiagnose einrichtet. Dazu geht ihr zunächst einmal auf die Internetseite der Grundschuldiagnose, grundschuldiagnose.westermann.de und meldet euch hier mit euren Zugangsdaten an. Das sind dieselben Zugangsdaten, die ihr auch für Antolin oder Zahlenzorn nutzt. Solltet ihr keine Zugangsdaten haben, wendet euch an eure Schulleitung oder an eure oder euren IT-Administratoren. Ich melde mich mit meinen Daten einmal an und komme jetzt zur Startseite der Grundschuldiagnose. Ich kann eine Klasse für Deutsch einrichten oder eine Klasse für Mathematik. Mathematik habe ich schon eine Klasse eingerichtet. Ich zeige, wie man eine Deutschklasse einrichtet. Das heißt, ich klicke auf Neue Deutschklasse in der zentralen Schülerverwaltung anlegen. Das Programm wechselt zur zentralen Schülerverwaltung der Westermann-Gruppe und ich gebe einmal die Basisdaten an. Das Schuljahr, die Jahrgangsstufe, den Zusatz und sollte die Klasse auch einen Namen haben, wie die Elefantenklasse oder die Tigerklasse, kann man den hier optional wählen. Der nächste Schritt ist, dass ich weitergehe zur Schülerauswahl. Und hier habe ich drei Möglichkeiten. Am komfortabelsten ist es, wenn es die Klasse schon zum Beispiel bei Antolin oder bei Zahlenzorro gibt. Dann kann ich die ganze Klasse mit allen Schülern übernehmen. Das hat den Vorteil, dass die Schülerinnen nur einen Benutzernamen und ein Kennwort haben für Antolin, für Zahlenzorro und auch für die Grundschuldiagnose. Um das zu machen, Klassen anzeigen. Ich habe eine Klasse in Antolin eingerichtet, das heißt, ich klicke einmal auf Antolin und möchte jetzt die Tigerklasse hinzufügen. Ich klicke auf Tigerklasse. Es werden mir alle Schülerinnen aus der Tigerklasse angezeigt. Ich sage alle auswählen, ein wenig nach unten scrollen und sage Schülerzugänge hinzufügen. Wenn ich jetzt die zentrale Schülerverwaltung verlasse und wieder zurück zur Grundschuldiagnose gehe, gibt es die Klasse 4F jetzt auch in der Grundschuldiagnose und alle Schülerinnen aus der Tigerklasse sind hinzugefügt. Eine weitere Möglichkeit ist, Schüler auszuwählen, die schon in der zentralen Schülerverwaltung eingegeben worden sind. Auch hier bleibt Benutzername und Kennwort für die Schülerinnen gleich. Ich klicke also wieder auf eine neue Klasse in der zentralen Schülerverwaltung anlegen. Wir wechseln zur zentralen Schülerverwaltung. Das sind die Daten, die ich auch in der Grundschuldiagnose eingegeben habe. Ich muss wieder eine Klasse einrichten. Die Basisdaten, machen wir jetzt mal eine dritte Klasse. Sag weiter zur Schülerauswahl. Und zeige mir jetzt nicht die Klassen an, sondern ich kann die Schüler suchen. Das heißt, ich kann mir die Schüler suchen, die ich in meine Klasse aufnehmen möchte. Ich klicke mal auf Allgemein suchen, also ich gebe jetzt mal nichts ein, dann werden alle Schüler meiner Schule angezeigt. Die gibt es schon in der Grundschuldiagnose, das war die Tigerklasse, die ich gerade hinzugefügt habe. Aber ich kann jetzt zum Beispiel Lucky Luke oder Rantanplan hinzufügen. Und ich sage Schülerzugänge hinzufügen. Gehe ich jetzt wieder zurück zur Grundschuldiagnose, gibt es eine neue Klasse 3b mit den beiden Schülern, die ich hinzugefügt habe. Die letzte Möglichkeit, eine neue Klasse einzurichten, wäre, die einzelnen Schüler einzeln einzugeben. Das heißt, die gibt es noch nicht in der zentralen Schülerverwaltung, ich muss sie neu eingeben. Und das zeige ich zum Schluss. Wieder eine neue Klasse in der zentralen Schülerverwaltung anlegen. Wieder die Basisdaten setzen, ich mache mal eine zweite Klasse, weiter zur Schülerauswahl. Es gibt die Schüler noch nicht in Antolin, es gibt die Schülerin noch nicht in der zentralen Schülerverwaltung, das heißt, ich muss neue Schülerinnen anlegen. Und hier müssen wir
beide Felder ausfüllen. Vorname oder Spitzname, Nachname oder Fantasiename. Hier ist es ganz wichtig, dass wir nicht die beim Nachnamen auf gar keinen Fall den realen Nachnamen wählen. Der Vorname, der kann gewählt werden des Schülers. Ich nehme jetzt mal den Hans. Und beim Nachnamen muss was eingetragen werden. Es hat sich, fand ich, ganz schön einen kleinen Smiley. Denn man kann auch bei Antolin oder ja bei Zahlenzorro Urkunden drucken und dann sieht das auf der Urkunde ganz gut aus. Es muss auf jeden Fall, dieses Feld muss was eingefügt werden und ich muss die Jahrgangsstufe wählen. Ich nehme nochmal einen zweiten Schüler, Greta. Auch hier wähle ich beim Nachnamen den Smiley. Auch Greta ist in der zweiten Klasse. Die Kennwortstufe, leicht oder strikt. Leicht, ich zeige einmal die Information. Ist ein 3 bis 5 Zeichen langes Passwort. Strikt sind 8 Zeichen zugewiesen und die Schüler können auch das Kennwort selber ändern. Ich wähle an dieser Stelle leicht und sage Schülerzugänge hinzufügen. Und die neue Klasse mit 2 neuen Schülern wurde jetzt auch in der Grundschuldiagnose eingerichtet. Da ist sie. Diese 3 Möglichkeiten hat man, eine Klasse anzulegen. In diesem Tutorial zeigen wir, wie ihr einen Test für eure Klasse freischaltet. Dazu gehen wir auf die Internetseite der Grundschuldiagnose, grundschuldiagnose.westermann.de und melden uns mit unseren Zugangsdaten an. Ich möchte einen Test für die Tigerklasse freischalten. Ich klicke bei der Tigerklasse auf Testen. Die einfachste Möglichkeit ist, einen voreingestellten Test, den die Grundschuldiagnose bereitstellt und zusammengestellt hat, auszuwählen. Ich klicke einmal auf Voreingestellte Tests. Hier oben habe ich die Möglichkeit, meinen Jahrgang auszuwählen. Die Tigerklasse ist eine zweite Klasse und ich möchte den Einstiegstest. Das heißt, es werden die wichtigsten Kompetenzen aus dem ersten Schuljahr getestet, für die Klasse freischalten. Ich klicke auf Einstiegstest. Als erstes habe ich die Möglichkeit, mir den Test online einmal anzuschauen. Ich klicke auf Online-Vorschau. Ich kann mir den ganzen Test anschauen oder einzelne Bausteine des Tests. Ich klicke auf Ganzer Test. Und jetzt kann ich einmal alle Fragen durchgehen und mir den Test einmal anschauen. Dann habe ich die Möglichkeit, den Test für einen bestimmten Zeitraum freizuschalten. Startdatum, Enddatum mit Uhrzeit. Ist nichts ausgewählt, ist er immer verfügbar. Testoption für die ganze Klasse. Schülerinnen werden nach jeder Bearbeitung jeder Aufgabe aufgefordert, ihre Lösung zu überprüfen. Ich wähle es meistens ab, da ist immer sehr viel Klickerei dann ist. Man kann es aber auch auswählen und den Schülerinnen die Möglichkeit bieten, das zu machen. Ich wähle es in diesem Fall einmal aus. Die Schülerinnen sollen die Aufgaben in unterschiedlicher Reihenfolge bearbeiten, was sicherlich sinnvoll ist, wenn man in der gesamten Klasse den Test durchführen lässt. Nach Beenden des Tests automatisch im Zugang der Schülerinnen und des Schülers freischalten die Fördermappe und ihre Lösung und das schriftliche Testergebnis. Die Möglichkeit lasse ich auch ausgewählt und die Ergebnisse werden wir im letzten Tutorial zu der Grundschuldiagnose sehen, wie der Schüler dann seine Fördermappe einsehen kann. Und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Schritt. Für wen soll dieser Test freigeschaltet werden? Ich kann hier einzelne Schüler wählen oder die gesamte Klasse. In diesem Fall möchte ich den Test für die gesamte Klasse freischalten. Und ich sage Freischaltung speichern. Meldet sich jetzt eine Schülerin oder ein Schüler aus der Tigerklasse bei der Grundschuldiagnose an, ist der Einstiegstest zweite Klasse freigeschaltet und Sie können ihn bearbeiten. Das waren die voreingestellten Tests. Eine weitere Möglichkeit ist Test bearbeiten. Ich klicke auf den Reiter und entweder kann ich einen voreingestellten Test, den die Grundschuldiagnose eingestellt hat, bearbeiten. Das heißt, ich kann Aufgaben hinzufügen oder Aufgaben deaktivieren. Oder ich kann aus dem Aufgabenpool, den die Grundschuldiagnose bietet, einen ganz neuen Test zusammenstellen. Was ich nicht kann, ist eigene Aufgaben kreieren. Ich wähle jetzt meine Vorlage aus.
Jetzt wähle ich mal den Zwischentest aus. Den möchte ich aber ein bisschen anpassen. Er ist ausgewählt. Hier macht es Sinn, einen neuen Namen zu geben, zum Beispiel Zwischentest, meine Version. Und jetzt kann ich hier in den einzelnen Kompetenzen sehen, welche Aufgaben sind ausgewählt, welche möchte ich vielleicht noch hinzuhaben, beziehungsweise welche möchte ich deaktivieren. Ich kann mir auch die Aufgaben anschauen, damit ich nochmal einen Überblick habe, was wird überhaupt getestet. Kurze Sätze lesen möchte ich deaktivieren, aber die gesprochenen Reime, die sollen hinzukommen. Das heißt, ich habe jetzt den Zwischentest, den die Grundschuldiagnose bereitgestellt hat, ein wenig verändert. Und am Ende speichere ich meine neue Version. Was jetzt hinzugekommen ist, ist der Reiter Meine Test. Dort werden meine Tests gespeichert, die ich selber zusammengestellt habe. Dort kann ich sie auch weiter bearbeiten bzw. auch wieder löschen. Das war die Vorlage eines voreingestellten Tests bearbeiten. Ich kann aber auch einen ganz neuen Test zusammenstellen. Jetzt ist ein leerer Test erzeugt. Den nenne ich zum Beispiel auch mal Einstiegstest. Meine Version. Ich kann eine Kurzbeschreibung einfügen. Zweite Klasse. Erstes Halbjahr. Und ich kann jetzt aus den einzelnen Kompetenzbereichen Aufgaben mir aussuchen. Richtig schreiben, lange und kurze Laute unterscheiden. Kann ich mir auch wieder anschauen, diese Aufgaben. Ich wähle sie aus und sage Aufgaben hinzufügen. Anlaute und Wörter schreiben, ausgewählt und meinen Test hinzugefügt. Jetzt wähle ich nochmal einen anderen Kompetenzbereich, zum Beispiel Texte verfassen, Schreibanlässe nutzen, ausgewählt und die Aufgabe hinzugefügt. Und ich sage Test speichern. Jetzt habe ich aus dem Aufgabenpool einen eigenen Test kreiert, den Einstiegstest, meine Version. Und den kann ich jetzt auch für die Klasse freischalten. Ich wähle auch hier wieder die ganze Klasse aus und sage Freischaltung speichern. Wenn ich wieder zurückgehe zu meinen Klassen und jetzt nochmal die Tigerklasse anklicke, dann sehe ich, dass die Schüler den Einstiegstest freigeschaltet haben und den Einstiegstest meine Version. Melden Sie sich jetzt bei der Grundschuldiagnose an, können Sie einen von den beiden Tests auswählen und bearbeiten. Das werden wir im nächsten Tutorial sehen, wie das aussieht. In diesem Tutorial zeigen wir, wie SchülerInnen einen freigeschalteten Test bearbeiten. Dazu melden sich die Schüler bei der Grundschuldiagnose mit ihren Zugangsdaten an. Hier ein Tipp: Über die Classroom-App am Lehrer-iPad kann man mit einem Klick eine geöffnete Internetseite an alle Schüler-iPads senden, sodass die Schüler nicht die URL eingeben müssen. Sie melden sich mit ihren Zugangsdaten an. Ich mache das jetzt für den Schüler Asterix. Und am Startbildschirm sehen Sie die beiden Tests, die wir im vorhergegangenen Tutorial für die Klasse freigeschaltet haben. Wir bearbeiten den Einstiegstest meine Version, 9 Aufgaben. Ich starte den Test. Und bearbeite die Aufgaben. Mund, klicke auf Fertig, die Tomate. Ich nutze eine Tastaturhülle. Das bietet sich meiner Meinung nach auch an. Ich zeige einmal, wie es aussehen würde, wenn ich eine normale Hülle nutzen würde, also ohne Tastatur. Das heißt, es wäre die iPad-Tastatur eingeblendet, die doch einen erheblichen Teil des Bildschirms einnimmt. Und so ist dann doch das Erscheinungsbild ein wenig schöner. Der Eimer. Ich mache einmal alle 9 Aufgaben durch, damit wir uns im nächsten Tutorial die Ergebnisse einmal anschauen können.
Am Ende einer jeder Bausteinreihe werden die Schülerinnen gefragt, wie sie die Aufgaben fanden. So, welche Angaben gehören zu einer Adresse auf einer Postkarte? Natürlich der Vorname, der Nachname, die Straße, eine Hausnummer, eine Postleitzahl und der Wohnort. Hier müssen die Schülerinnen mit dem Finger die einzelnen Bausteine, die einzelnen Lösungen in das richtige Feld bewegen, um die Aufgabe zu lösen. Muss man genau treffen. Zack. Da kommt Berlin hin und zum Schluss die Postleitzahl. Und fertig. Auch hier bewegen Sie mit dem Finger die einzelnen Lösungen in die vorgegebenen Felder. Und fertig. Auch das war leicht. Da und hier und hier. Und fertig. Auch diese Aufgabe war leicht. Prima, du hast den Test vollständig bearbeitet. Zurück zu meiner Übersicht. Und der Test ist verschwunden, da ich ihn ja jetzt bearbeitet habe. Und ich könnte den zweiten Test jetzt auch noch bearbeiten, der von meiner Lehrkraft freigeschaltet worden ist. Ich kann einen Test immer unterbrechen und beim nächsten Mal würden die Ergebnisse werden gespeichert und wird beim nächsten Start der Grundschuldiagnose wird der Test an einer bestimmten Stelle fortgesetzt. Ich zeige das mal einmal. Ich starte jetzt den Einstiegstest nochmal. Was siehst du auf dem Bild? Mit welchem Buchstaben beginnt das Wort? Klicke den richtigen Buchstaben an. Und hier habe ich auch eingestellt, dass nach jeder Eingabe nochmal die Lösung überprüft werden muss. Das heißt, möchte ich nochmal kontrollieren oder weiter. Ich drücke wieder auf Fertig. Möchte ich kontrollieren und weiter. Meistens deaktiviere ich diese Möglichkeit, die Lösung zu überprüfen, weil es doch sehr viel Klickerei ist. Ich unterbreche jetzt den Test. Ich muss einmal unten auf Test unterbrechen klicken. Und könnte den Test jetzt fortsetzen. Ich könnte mich jetzt aber auch abmelden und beispielsweise am nächsten Tag wieder anmelden. Und kann dann den Einstiegstest fortsetzen. Im nächsten Tutorial zeigen wir, wie die Ergebnisse aus den einzelnen Tests in der Grundschuldiagnose dargestellt werden. Im Tutorial zeigen wir, wie die Online-Diagnose Grundschule uns die Testergebnisse der einzelnen Kinder oder der gesamten Klasse präsentiert. Dazu melden wir uns wieder bei der Grundschuldiagnose an. Und spannend sind Testergebnisse, wenn mehrere Schülerinnen und Schüler einen Test gemacht haben. Das habe ich einmal bei der Elefantenklasse gemacht. 4 Schülerinnen sind in der Klasse. Und das war der Einstiegstest Mathematik Klasse 2. Ich klicke also auf die Elefantenklasse oder ich kann auch hier gleich auf Diagnostizieren klicken. Ich wähle jetzt einmal den Umweg, die Elefantenklasse und wähle hier oben den Reiter Diagnostizieren. Und hier habe ich verschiedene Möglichkeiten, mir die Ergebnisse anzeigen zu lassen. Einmal ist eine Übersicht von Förder- und Forderbedarf, eine Klassenauswertung, eine Kompetenzauswertung. Und falls ich eine Vorlesefunktion freigeschaltet habe für einzelne SchülerInnen, würde angezeigt werden, wer diese genutzt hat. Ich klicke auf den ersten Reiter, Übersicht Förder- und Forderbedarf. Und hier habe ich eine Auswertung. Zu Beginn kann ich sagen, ich möchte mir alle Tests anzeigen oder ich kann einzelne Tests auswählen. In dem Fall gibt es nur einen Test, das heißt alle Tests anzeigen ist gleich dem Einstiegstest. Und hier habe ich eine Grobübersicht der Klasse. Hier sehe ich Zahlen und Operationen. 2 SchülerInnen haben einen hohen Förderbedarf. Ich klicke einmal dort rein und sehe hier bei Dagobert Duck einmal 1 Sachaufgaben modellieren und Gustav Ganz. Da ist auf jeden Fall noch Bedarf da, diese Aufgaben nochmal zu üben. Und ein Förderbedarf haben 3 SchülerInnen, also wo kann ich schon weitergehen? Und kann man sich auch angucken. Das sind die Aufgaben, die also im grünen Bereich sind. Und hier sehen wir auch die Selbsteinschätzung, die wir vorhin im Tutorial 3 gesehen haben.
Habe also hier schon eine sehr detaillierte Übersicht, wo eventuell ein Förderbedarf ist, beziehungsweise wo auch ein Förderbedarf da ist. Das war der erste Reiter. Der zweite Reiter ist die Klassenauswertung. Auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, mir die ganze Klasse anzeigen zu lassen oder einzelne SchülerInnen. Auch wieder alle Tests oder einen bestimmten Test. Und hier kann ich dann auch die einzelnen Kompetenzbereiche anklicken und sehe hier nochmal eine Klassenauswertung der einzelnen Kompetenzbereiche. Interessant sind sicherlich auch die PDF-Dokumente, die man sich herunterladen kann. Auswertung für jede Schülerin im Einstiegstest, Auswertung im Klassendurchschnitt. Auch interessante Dokumente, die man sich herunterladen kann, vielleicht für seine Akten. Das war die Klassenauswertung. Spannend ist auch die Kompetenzauswertung. Auch hier kann ich wieder anzeigen, für welche Tests. Ich wähle hier wieder den Einstiegstest und wähle jetzt mal als Beispiel Raum und Form. Und es werden gleich vom System automatisch die Reiter geöffnet, wo es Ergebnisse gibt. Das heißt, hierhinter verbergen sich keine Ergebnisse, die wurden also noch nicht getestet. Und hier sehen wir Formen erkennen, benennen und beschreiben. Ist bei Gustav also ein hoher Förderbedarf, aber Dagobert, Daisy und Donald haben die Aufgaben alle richtig gelöst. Dagobert hat sich ein bisschen nicht ganz richtig eingeschätzt, aber das sind ja auch nur Beispiele. So haben wir also eine Möglichkeit, vielfältige Diagnose- und Auswertungsinstrumente hier zu nutzen. Was nach jedem Test toll ist, ist, dass ein Nachtest kreiert wird. Das heißt, ich kann jetzt einen neuen Test freischalten, den es vorher nicht gab. Ich gehe jetzt mal wieder auf den Reiter Testen und sehe jetzt hier bei voreingestellte Test. Der Einstiegstest, der Nachtest, der ist neu dazugekommen. Der ist also jetzt dazugekommen, da der Einstiegstest von der Klasse durchgeführt wurde. Und wenn ich jetzt hier reinklicke, sehe ich, dass für jeden einzelnen Schüler ein Test erstellt wurde. Und die sind alle unterschiedlich. Und zwar so unterschiedlich nach den Testergebnissen. Wenn ich jetzt bei Dagobert gucke, sehe ich, oh ja, der hat einiges zu tun. Da sind einige Punkte noch in den Nachtest reingerutscht. Wenn ich bei Daisy allerdings gucke, sehe ich, da sind nicht ganz so viele Punkte. Viele Aufgaben hat sie einfach richtig gelöst, die nicht nochmal getestet werden müssen. Und der Test ist schmaler und schlanker. Bei Donald noch schlanker und wahrscheinlich beim Gustav wieder sehr voll, denn der hat ja alles falsch gemacht. Also auch eine spannende Möglichkeit, nachdem man also einen Test gemacht hat und dann eventuell wieder Unterrichtsinhalte aufgearbeitet hat, die Schülerinnen und Schüler nochmal den Nachtest durchführen zu lassen, den ich dann wieder genauso freischalte wie die anderen Tests auch, welche ich im Tutorial 2 gezeigt habe. Im Tutorial zeigen wir, wie aufgrund der vorhandenen Testergebnisse Fördermappen erstellt werden. Dazu melden wir uns bei der Online-Diagnose Grundschule wieder mit unseren Zugangsdaten an. Gehen in die Klasse, für die wir die Tests erstellen wollen. Ich mache das in diesem Fall für die Elefantenklasse. Und gehe jetzt auf den Reiter Fördern und Fordern. Im ersten Punkt werde ich die Fördermappen erstellen. Hier kann ich wieder für alle Tests eine Fördermappe erstellen, für die oder einen gewissen Zeitraum wählen oder einen bestimmten Test auswählen. Ich wähle in diesem Fall den Einstiegstest dritte Klasse. Ich kann sagen, für die ganze Klasse möchte ich eine Fördermappe erstellen oder nur für einzelne SchülerInnen. Ich wähle die ganze Klasse. Scroll ein wenig nach unten und sage Fördermappe erstellen. Und nun wird eine Fördermappe generiert auf Basis von Arbeitsblättern aus dem Westermann Verlag. Das System wechselt automatisch in den zweiten Reiter, Fördermappen herunterladen oder freischalten. Hier kann ich die Fördermappen für jedes einzelne Kind herunterladen, eine gepackte ZIP-Datei, wo dann einzelne PDF-Dateien drin sind. Oder ich lade eine PDF-Datei runter, in der alle Fördermappen für alle Kinder vorhanden sind. Ebenso kann ich das für die Lösung machen. Ich kann die Fördermappen und die Lösung auch im Schülerzugang freischalten. Das mache ich jetzt einmal. Und das schauen wir uns am Ende dieses Tutorials an. Ich klicke einmal auf OK. Die Freischaltung wurde aktualisiert.
Und ich lade jetzt mal einmal eine Fördermappe für alle Kinder, also eine PDF-Datei auf meinen Rechner. Die öffne ich einmal. Und hier sehen wir die Fördermappe für Donald Duck. Donald Duck hat viel richtig gemacht in dem Test. Das heißt, es ist eine Fördermappe erstellt mit schwierigeren Aufgaben, auch mit Kronenaufgaben. Das sind die Aufgaben im Westermann Verlag, die besonders herausfordernd sind. Ich scroll mal ein bisschen durch und dann schauen wir uns gleich einmal die zweite Fördermappe an für den zweiten Schüler. Das ist Dagobert Duck. Dagobert Duck hat nicht so viel richtig gemacht im Test. Das heißt, es ist eine ganz andere Fördermappe erstellt. Hier beim Geld sehen wir schon, es sind einfachere Aufgaben vorhanden. Und so bekommt jedes Kind individuell eine Fördermappe basierend auf den Testergebnissen des Einstiegstests dritte Klasse. Der dritte Reiter ist das Archiv. Hier sind alle Arbeitsblätter hinterlegt aus dem Westermann Verlag, aus denen die Fördermappen generiert wird. Und die kann ich auch einzeln mir angucken und herunterladen. Ich nehme einmal den Kompetenzbereich Raum und Form. Da ist die Achsensymmetrie. Gibt es sehr leichte Aufgaben, mittlere Aufgaben, schwere Aufgaben. Die sehr leichten und mittel auch in verschiedenen Versionen. Ich wähle einfach mal jetzt vier aus. Und so kann ich verschiedene Aufgabenzettel auswählen und ich sage, ich möchte sie herunterladen, entweder die Arbeitsblätter oder auch die Lösung. Ich lade jetzt einmal die Arbeitsblätter herunter als gepackte ZIP-Datei. Den packen wir einmal und hier sind dann die vier Arbeitszettel zur Achsensymmetrie. Das sind die sehr schweren Aufgaben. Hier die sehr leichten, die leichten. Die mittleren Aufgaben und die sehr schweren Aufgaben. Also die Möglichkeit bietet uns die Online-Diagnose Grundschule auch. Nun schauen wir uns noch mal einmal an, wie die im Schülerzugang die Fördermappen sichtbar sind. Dazu melde ich mich als Lehrkraft ab und melde mich als Schüler der Klasse an, für die ich die Fördermappe freigeschaltet habe, in dem Fall Daisy Duck. Ich muss jetzt hier auf die Zunge klicken, auf die drei Striche und muss in den Elternbereich gehen, denn das sind Informationen für die Eltern. Dazu muss diese Zahl gelesen werden. 23.475.289. 23 Millionen, da müsste sie sein. Und ich habe hier die Fördermappen und die Lösungen, die ich ja eben gerade freigeschaltet habe. Und hier sind auch für die Eltern die Ergebnisse des Einstiegstests Klasse 3, auch als PDF-Datei, sodass die Eltern auch einen Überblick haben, wie ihr Kind in diesem Test gearbeitet hat.